So, lala, willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Und wir suchen heute einen Weg, um den anderen zu helfen. Da ist zum Beispiel schon mal ein Mechanismus, aber wir betrachten als erstes ein Ruderboot, wo anscheinend ein Skelett drin liegt, das wir jetzt langsam ins Bild bekommen. Eine schöne Zeichnung an der Wand. Vielleicht gibt es versteckte Zugänge zum Meer und dieses Boot wurde bei einem Sturm hier hereingespült. Das könnte natürlich sein. Oh, was ist das denn? Da ist ein Paddel. Ich weiß nicht, wer oder was das Paddel durchgebrochen hat, denn eigentlich sieht es ziemlich stabil aus. Ja, nimm es mal. Das Gute ist, wir wissen ja zum Glück vom Tod, dass man in dem Spiel nicht sterben kann. Oh, das ist nur eine Metallstange. Die Eisenstange ist in den Steinen verkeilt und sie sieht nicht gerade leicht aus. Nee, schwere Eisenstangen sind nicht gerade die Waffen einer Lady. Okay, also das hätten wir also genommen, wenn wir mit Nate gegangen wären. Oder der arme Kerl ist als Schatzsucher hierher gekommen und bleibt nun als atmosphärische Deko. Zum Glück kann in dem Spiel keiner sterben, das ist doch schon mal gut. So, da ist eine Schale mit Zeug, da ist eine Halterung. Da ist noch eine Halterung. Können wir eine Statue betrachten? Komm, schauen wir uns erstmal die Gegend an hier. Man fragt sich, ob die Figur schon immer da war und man deswegen den Tempel gebaut hat oder ob sie nachträglich als monströses Prunkstück in den Fels geschlagen wurde. Ich glaube, nachträglich wurde sie reingeschlagen. Ich wette, hinter dem Maul dieser steingewordenen Monstrosität befindet sich die Schatzkammer mit dem Artefakt des Schicksals. Ach so, das soll ein Krebs darstellen oder was? So ein Monsterkrebs mit 1000 Zangen und so. Was kommt da rein? Diese Vertiefungen an den Zangen sehen genauso aus wie die Kristallhalterungen drüben im anderen Raum. Das heißt, wir müssen dann die Kristalle von drüben holen. Auf dem Sockel steht eine Schale gefüllt mit... sieht aus wie Kompost. Dann schauen wir mal, ob da was drin ist. Das ist eigentlich zwar voll eklig, da drin ist rumzugehen. Ich schätze, das waren mal Opfergaben oder etwas in der Art. Aber alles Essbare ist längst verrottet. Aber hier... da glänzt etwas. Das ist ein Bierdeckel. Eine Dose Ölsardinen hat die Zeit überstanden. Und was ist das? Eine Dose Ölsardinen, what? Eine Steinscheibe. Okay, und lass mich raten, eine Steinscheibe fehlt da. Aber schau erst mal durch die Öffnung. Ein Lichtschacht. Oder vielleicht dient die Öffnung auch der Entlüftung. Sie führt auf jeden Fall hinter das Tor. Klettern durch die Öffnung, durch eine Öffnung. Ah, das klappt tatsächlich. Hey, so, ich drücke auf den Knopf. Drücke ihn. Nichts. Vermutlich muss die Maschine laufen, damit sich etwas tut. Kein Wunder, der Stecker ist ja auch draußen. Ich frage mich, was immer all diese Maschinen, Zahnräder, Knöpfe und Hebel in untergegangenen Tempeln zu suchen haben. Ja, ich meine, normale Tempel haben diesen Kram doch auch nicht. Immer nur untergegangene. Ja, komm, jetzt drehen wir erstmal am Rad. Ausgezeichnet. So, damit haben wir schon mal die Tür offen. So, was haben wir da? Ein Zylinder. Ein abgerundeter Zylinder mit Steindeckeln und einer kleinen Luke. Nehmen wir mit. Überraschend schwer. Steinscheibe. Moment, erstmal untersuchen wir die. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Vermutlich göttliche Zeichen, die von den Gläubigen bewundert und verehrt werden. Oder einfach nur ein bisschen Deko. Man weiß es nicht. Da sind irgendwelche Zahlen. Da ist noch eine Vorrichtung. Schauen wir mal. Hat da unten keine Ahnung, was das sein soll. Ich will nicht behaupten, dass ich mich mit Technik auskenne. Aber das dürfte so im Moment keinen Sinn ergeben. Wenn ich die Ölsardinen da rein tue? Nein? Okay. Legen wir mal die Steinscheiben da drauf. Nee. Diese Scheibe ist zu klein. Da muss erst noch eine andere drauf. Okay, das heißt, wir brauchen noch eine Scheibe. Ein abgerundeter Zylinder.
Ja, ist in der Luke was drin? Guck halt mal nach, Mensch Mädel, muss man dir alles erklären. Oh, da ist eine Schublade. Mit den Ersatzdingern. Aha, eine Steinscheibe. Mit den Ersatzscheiben, ja, siehst du. Ah, der Ballast, der alte, sag mal, Erforscher hier. So, Steinscheibe drauf. Klonk. Passt perfekt. Ich glaube, die passt auch noch mit, oder? Hau die mal drauf. Klock. In Ordnung. Die Scheiben sind nun genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. Okay, dann können wir jetzt die Scheiben drehen. Also schön. Was haben wir hier? Ich kann mit den Symbolen nicht viel anfangen. Es sind dieselben, die hier überall zu finden sind. Vielleicht eine Art Hieroglyphenschrift. Tja. Und dann? Leuchtet da irgendwas grün auf, wenn ich das richtig habe? Scheint nicht so. Das heißt, wir müssen erst irgendwo einen Code dafür finden, behaupte ich jetzt mal. Keine Ahnung, was das... Tja, dann gehen wir hier nochmal raus. Durchsuch nochmal die Schale, vielleicht findest du ja noch einen Code oder so. Mehr Brauchbares ist nicht drin, glaube ich. Und selbst etwas opfern will ich auch nicht. Eine ziemlich alte Dose Ölsardinen. Ich glaube kaum, dass man sie noch essen kann. Oder will. Ach was, das Zeug in das eingemachte Zeug hält sich doch ewig. Also bitte, jetzt hab dich mal nicht so. Okay, hier, untersuchen wir nochmal den Ausgang. Mach die Tür wieder auf! Ich bin hier. Mir scheint, ist einiges an Technik nötig, um diesen kleinen Zaubertrick mit den Kristallen durchzuziehen. Jetzt muss ich die Technik für mich nutzen, damit sie mir das Tor öffnet. Wie es scheint, ist jetzt... Okay, also da passiert soweit nichts. Schauen wir mal. Was ist da denn? Da ist noch was. Da ist ein Steinchen. Ansonsten haben wir den Rest schon alles erkundet. Kleine Steinchen, blank und rund gewaschen von der Strömung. Ja, nehmen wir ein paar mit. Steinchen kann man immer gebrauchen. Tu sie in den Rohrpasszylinder. So. Alter. Tauch die Maschine, öffne die Schublade. Oh, da ist ein Schild. Was steht auf dem Schild? Gnome-Tech Tempelkontrollsystem 1000. Trademark. Das erklärt einiges. Ernsthaft? Was erklärt das zum Beispiel? Vom Gnomen gebaut wurde. So, ja, das erklärt es natürlich. Ist da noch was drin? Kann ich da was reinlegen? Zum Beispiel Steinchen? Nein. Und Ösardin? Nein, auch nicht? Okay. Hier ist sonst nichts. Betrachte die Vorrichtung. Geht doch. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh ja, das ist der Rohrpostbehälter. Da kannst du die Dinger durch die Gegend schießen. Ich will nicht behaupten, dass ich mich mit Technik aus... Ja, wie soll ich denn dann hier die... Oh, was? Der Schaft lässt sich hineindrücken. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Aber zwei leuchten grün. Nein. Okay. Eins ist also an der falschen Position. Was? Okay. Also der Stern gehört unten hin. Yes. Ja.
Grün klingt doch aber eigentlich nach richtig, oder? So, hier haben wir jetzt grün, so. Ist das vielleicht irgendwas falsch? Die Maschine funktioniert tatsächlich noch. Mensch. Super. Jetzt hier, schieß ihn durch. Versuchen wir es. Jawohl. Schauen, was wir jetzt kaputt schießen. Vielleicht schieße ich mir den und Stecker weg runter. Damit. Flumpbonk. Vermutlich ist das gesamte System nicht mehr in gutem Zustand. Okay, können wir es mit den Ölsardinen vielleicht flicken? Okay, nimm den Zylinder. Oder mit dem Poddel. So, schau. Das Ding kann ich jetzt untersuchen? Ah, das ist... Ja, beschaust dir halt an. Mensch, mach doch, wenn ich klicke. Dieses Teil dreht sich immer mal wieder schwunghaft um 90 Grad. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum es das tut. So dann. Blockieren wir das doch einfach mal. Mein Spankomat 1000 funktioniert. Und dürfte ziemlich wehtun. Okay. Und wen oder was soll ich hier schlagen wollen damit? Komm hier, drück auf den Knopf. Ich glaube, das war's. Und dann mal raus hier. Na also, läuft doch wie am Schnürchen. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Kommt ich glaub, rein, ihr beiden. Jungs? Nichts zu hören. Ah, dann schauen wir doch mal. Sind denn die beiden? Brauchen sie eine Einladung? Okay, Jungs, was soll... Was? Na toll. Ist es zu viel verlangt, hier ein paar Minuten zu warten? Ja, definitiv. Komm, nimm den Kristall raus. Die Kristalle brauche ich, um drüben das andere Tor zu öffnen. Aber einer von den Jungs muss mir dabei helfen. Okay. Okay. Wo sind sie hin? Da ist die Angel. Hey, hörst du mir zu? Oh oh. Du bewachst sie, verstanden? Nicht pressen! Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben, aber nicht hier und jetzt. Was ist mit Ivo? Psst. Sie wird sich schon etwas einfallen lassen. Hoffe ich. Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Niemand wird dich aufhalten können, selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Langohr. Hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Oh oh, er weiß Bescheid. Du musst nicht so schreien, ich höre dich. Und kampflos wirst du das Artefakt nicht bekommen. Okay, dann müssen wir jetzt das Artefakt retten gehen. Los, nimm die Angel mit. Angeln kann man immer gebrauchen. Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Können wir gebrauchen jetzt. Und daran binden wir die Ölsardinen und verfüttern sie an das andere Viech. Draußen an diesen Oger. Ja komm! Was macht die? Verfickt nochmal. Ich meine, verdammte Axt hier. So. Das habe ich befürchtet. Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Ivo! Kann ich ihn mit Steinchen ablenken? Der ist ein echtes Problem. Trolle sind fast unverwundbar und unglaublich zäh. Einen wie den kann man nur mit Köpfchen ausschalten. Okay, hier ist der Plan. Wir tun die Ölsardinen da drüben hin. Bind sie an die Angel und die Ölsardinen. Der hat bestimmt Hunger. Betrachte den Troll. Da war doch gerade noch irgendwas. Dort geht es etliche Meter steil nach unten. Und selbst ich hatte Probleme, die Klippe wieder hochzuklettern. Perfekt. Die beiden sehen unverletzt aus. Aha. Noch.
Wenn Munkus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Ist okay. Okay. Die beiden sehen unverletzt. Okay, also ich kann die Jungs nur betrachten. Dort geht es. Kann ich da die Angel auswerfen? Nein. Den Steinchen kann ich auch nicht machen. Ach, Kinder. Dann geh mal erstmal rein. Hui, wupp. So, einmal zum mittleren Teil. Und dann hier lang weiter. Hm, okay. Das ist sowas wie ein Rätsel. Ah, ja, und du wirst es nie lösen. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Eine Vollidiot. Und nun... öffne dich! Das wird nicht funktionieren, mein Freund. Hm. Ich befehle dir, öffne dich! Du bist zu dumm, um das zu lösen. Oh, bitte. Du immerhin kennt er das Zauberwort. Sollst dich öffnen! Du! Sollst von dem kleinen Kerl mit dem hohen Blutdruck halte ich mich lieber fern. Öffnen! Okay. Hier ist der Machine Room. Ah, ich habe einen Plan. Das macht nämlich Krach, das lockt Munkus an und dann wird er niedergeschlagen von dem Ding und dann kann ich ihn plündern. Kann ich seine Leiche looten. Munkus, fällt dir nichts auf? Wie sonst noch was? Da ist Boden. Vielleicht kann ich den Hexer hier reinlocken und ihn irgendwie überwältigen. Nur wie? Komm, wir benutzen das Öl. Ja, das klappt sogar. Die Sardinen bleiben in der Dose. Das Öl sorgt für die richtige Bodenhaftung. Hm. Und jetzt den Zylinder? Sollte funktionieren, glaube ich. Krach. Es fällt ihm nicht auf da draußen, das ist zu dumm. Ah, taube Nuss, ey. Oh, ich habe Krach von da draußen gehört. Hier, Steine rein, das ist lauter, ne? Vielleicht müssen wir das Steinchen nach ihm werfen. Salz! Dich! Hallo, Idiot! Öffnen! Was zum... Plan ist perfekt. Es gibt Kondo und Dong. Jetzt kriegt er da noch eins auf den Latz. Hallo, hier bin ich. Bang! Finish him! Fatality! So. Komm, looten wir ihn. Okay. Ich habe die Tür verkeilt. Sie wird Munkus hoffentlich aufhalten, bis wir hier samt Artefakt verschwunden sind. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, um den Troll abzulenken. Kawabunga, ne? Was hat Munkus hier vorhin reingelegt? Ein Spiegel? Den nehme ich mit. Wenn ich ihn an die Angel binde? Ne, okay. Das kann ich auch nicht rausnehmen, das heißt, wir können eigentlich gleich hier lang weiter. Komm rüber auf die andere Seite mit dir. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Spiegel den Troll irgendwie ablenken. Oh mein Gott, der Troll ist immer noch da. Nein. Hey, schau mal.
Zeit zu verschwinden. Das hat ihn wütend gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine gute Sache ist. Ja, dann schauen wir nochmal. Lieber nicht. Letztes Mal hat die Faulheit noch über seine Wut gesiegt. Aber beim nächsten Mal könnte es ungemütlich für mich werden. Ich sollte lieber sicherstellen, dass kein dritter Versuch nötig sein wird. Okay. Mit dem Ding will ich keine Bekanntschaft. Okay. Können wir mit Daniel da was? Troll würde mich sehen. Müssen wir ihn blenden. Mensch! Verdammt, nur eins. Troll würde. Jungs, lenkt den Troll ab. Hey, du Troll! Der Troll würde mich sehen. Du bist dumm wie ein... Naja, ein Troll. Bist du abgelenkt? Bin halt. Was tust du? Sogar für einen Troll bist du dumm. Du solltest sie nicht. Wenn in deiner Keule Holzwürmer sind, ist sie damit klüger als du. Er meint es nicht so. Stimmt's, Wilbo? So, nächster Versuch. Hey, schau mal. Das war großartig. Los, befrei uns. Unter nichts wie weg hier. Wir können doch nicht weg. Wir müssen doch das... den Schatz holen. Ach, der Schatz. Kein Schatz ist das wert. Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist und wer seine Mutter ist? Das weiß ich. Und ich habe ihn ausgeschaltet. Du hast was? Ja. Mach das Schiff abflugbereit. Wilbo und ich holen den Schatz und sind gleich wieder da. Ich werde das Schiff abflugbereit machen. Und sobald es das ist, werde ich abfliegen. Mit oder ohne euch. Ach aber ja, Lebenswürdigkeit in Person. Sie wissen so gut wie ich, dass sie sich nicht einfach unter den nächsten Stein verkriechen können. Ich habe Mortrogas Sohn ausgeschaltet und sie waren dabei. Ich bin erledigt. Nur der Erzmagier kann dich schützen und der will den Schatz. Also warte hier. Okay, und der zurück im versunkenen Tempel. Wir kommen gut voran, finde ich. Ja, das geht. Also los. Klonk. Oh, die Tür hinten ist dazu. Fast ein bisschen unheimlich. Aber nur fast. Na los. Gehen wir weiter und holen uns den Schatz. Jawohl. Was glaubst du, was für ein Monster die Statue darstellt? Ich glaube kaum, dass das relevant ist. Das ist ein Krabbi. Obwohl, vielleicht ist auch eher ein King da. Jetzt müssen wir die beiden mit Nate befreien. Du? Ivo? Hm? Es ist dunkel. Ich kann nicht so gut mit Dunkelheit. Dann solltest du für Licht sorgen. Ich kann gerade nicht. Mhm, okay. Stochere dort herum. Hier ist irgendetwas Flüssiges. Ich würde ja gern sagen, es ist Wasser, aber es stinkt fürchterlich. Eigentlich voll eklig. Untersuche das nichts. Fühle hier. Oh, das ist die Leichen. Okay, aber wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.